Und was hältst du insgesamt gerade in der Speaker-Szene? Gibt es ja doch sehr häufig Angebote, die einem per E-Mail ins Haus flattern, wo man auch noch was mitbringen soll und zwar keine unerheblichen Sätze. Also ich hab das ja einmal gemacht vor sehr, sehr vielen Jahren, dass ich wirklich, ich weiß nicht, 1.500 € oder so mitgebracht habe, um einen Vortrag irgendwo halten zu dürfen in Süddeutschland, was von mir aus, weiß ich, 450 Kilometer weg ist, ja. Ja. Mai. Ich denke, es ist immer die Frage, was ist das wirkliche Win-Win dahinter? Also ich mache auch 5 Pro-Bono-Veranstaltungen im Jahr. Allerdings hat es mir sehr geholfen, dass ich das mal auf 5 begrenzt habe. Und den 6. mache ich nur, wenn ich mir genau angeschaut habe, was es mir wirklich bringt. Ja, wenn ich, was weiß ich, 7.000 Teilnehmerinnen da habe, dann ist es okay. Allerdings bin ich persönlich der Meinung, dass es zumindest insofern Win-Win sein muss, dass du nichts drauf zahlst. Du kannst es jetzt mal als eine Aktion, weil für dein Marketing gibst du ja auch Geld aus. Du kannst es mal sagen, okay, ich gebe ein Jahr mein Marketingbudget mal in Sachen, dass ich mich irgendwo hinstelle und dafür bezahle. Wenn du jetzt auf eine Messe gehst und einen Stand buchst, dann gibst du ja auch Geld aus dafür. Oder auf einer Messe zum Beispiel, früher, wie ich in der Informatik war und wir auf der CeBIT dann einfach Fachvorträge gehalten haben, da hast du nicht zu knapp dafür bezahlt. Das ist auch ein anderes Konzept. Also musst du einfach überlegen, mache ich das jetzt eben aus Marketing und wie viel mache ich davon?